Darf ich jetzt bitte hier... Ihr wollt mich veralbern, oder? Da kommt noch eine Amöbe. Sprich, Freund. Das bin ich. Bei meiner Axt! Oh, er liegt immer noch dort. Hey, nettes Detail, das ist mir gar nicht aufgefallen. Dass wenn wir ihm den Kopf abnehmen... Warte, was passiert, wenn wir den Kopf wieder hinpacken? Nix, dann bleibt der Kopf weg. Okay, das wäre auch komisch gewesen. Also ja, wir haben einen Tatzelwurm erschlagen. Ist zwar kein Drache. So, jetzt müssen wir uns erstmal um Folgendes kümmern. Frau Grimm, du kriegst eine Axt. So, macht euch alle mal sauber. Machen wir zur Sicherheit einen Quicksave und dann gehen wir zurück zum Dorf. Nicht zum Dorf, zum Gehöft. Ist es auch schon das Gehöft? Ja, da ist auch Paarzahlung von Streitzig. Und wie die Bestie so lospoltert, lasse ich mich also geschickt zu Boden fallen und warte, bis die Bestie genau über mir ist. Unglaublich! Ah, meine furchtlosen Knappen, da seid ihr ja. Ich war gerade dabei, den guten Menschen vom Rattelshof von unserem Kampf gegen die Bestie zu berichten. Eure unschätzbaren, wenngleich auch nicht siegesentscheidenden Dienste blieben dabei natürlich nicht unerwähnt. Was habt ihr diesen Menschen erzählt, Parzellon? Ihr spielt euch mit fremden Vätern, geht es euch gut? Eure Güte kennt keine Grenzen, Parzellon, wirklich. Aber ich habe gerade Wichtigeres zu tun, als mit euch zu plaudern. Geht es euch gut? Nein, nein, bloß keine falsche Bescheidenheit, Bredo hier. Ihr habt euren Platz in meinem Heldenkönigin redlich verriet. Gut, ich gestehe, ich habe eure Beteiligung an manchen Städten etwas zu sehr ausgeschmückt, aber so ist der große Parzellon nun mal. Auch meine Helfer soll an meinem unermesslichen Ruhm teilhaben. Parzellon, hört ihr mir überhaupt zu oder nicht?
Parzellan, ihr hört mir überhaupt nicht zu, oder? Parzellan, ihr schmeichelt mir, aber wir wollen euch wirklich nicht in Ruhm stehen. Die Ehre gebührt euch und nur euch. Ich dringe einfach nicht zu euch durch. Lebt wohl, Parzellan. Nehmen wir mal die zwei. Ja, ja, man wird noch viele Jahre lang Lieder über mich singen, Freunde. Und über euch natürlich auch. Darauf werde ich achten. Seid unbesorgt. Im Refrain werdet ihr natürlich nicht vorkommen, aber mindestens drei, sagen wir, zwei Strophen. Ja, und dann sagt die schöne Feenkönigin zu uns, bitte verschont mein Leben, dann werde ich euch sagen, wo der Schlüssel zum Schatz des Wolkenkönigsreichs versteckt liegt. Und bete dann, meine Freunde, warte nur ab, bis der Kaiser Wind von der Sache bekommt. Ich werde in Gareth vorgeladen werden und man wird ein großes Bild von mir malen. Ich werde dem Maler natürlich beschreiben, wie er aussieht. Da könnt ihr im Hintergrund auch noch Platz finden. Ruhm erwartet uns, meine Freunde. Ruhm, wie ihr ihn euch gleich ausmalen könnt. Von was für Bildern redet ihr, Mann? Kommt doch endlich zur Besinnung. Ich musste die Kreatur besiegen. Ihr wart zum Zeitpunkt des Farbenfests unabkömmlich. Habt ihr das schon vergessen? Und die Talon wird meine Statue von mir aufstellen. Ich fürchte, auf dem Sockel wird leider nur für mein Abbild Platz sein. Aber man könnte ja eure Namen dort eingravieren lassen. Was sagt ihr, Brenno hier? Ich dringe einfach nicht zu euch durch. Leb wohl, Parzellan. Ja. Und? Gibt es Neues zu berichten? Gute Nachricht. Die Bestie, die den Hof verfüßt hat, ist nicht mehr. Die Nachricht hat sich schon für ein Lauffeuer verbreitet. Ich bin euch zum großen Dank verpflichtet. Eure Belohnung solltet ihr natürlich auch bekommen. Ausgemacht waren 100 Dukaten, weniger den 15 Dukaten für die drei Schweine. Bleiben noch 85 Dukaten für euch. Das klingt nach einer angemessenen Belohnung. Habt Dank. Der Meinung bin ich auch. Hier euer Geld. Habt ihr sonst noch etwas auf dem Herzen? Bevor ich es vergesse, wollte ich euch noch etwas fragen, aber natürlich. Ist bei euch zufällig ein Ferdokon-Diplomat namens Skerling vorbeigekommen? Ja, der war hier, allerdings hat er sich nur kurz hier aufgehalten und seinen Proviant aufgefrischt. Er wollte zum Heiligtum Brenzhain. Ich möchte noch etwas wissen. Was könnt ihr mir über den Brenzhain erzählen? Brenzhain ist ein weithin bekannter Pilgerort in dieser Gegend. Er ist der barmherzigen Perein geweiht. Eigentlich wäre jetzt Hochsaison für die Pilgerfahrten, aber durch die schrecklichen Dinge, die in letzter Zeit hier geschehen, wird das dieses Jahr wohl nichts mehr. Ja, ich habe noch weitere Fragen. Habt ihr hier draußen öfter mit Übergriffen von Ogre, Goblins und anderen Kreaturen zu tun? Komischerweise sind wir bisher nicht so stark von Überfällen betroffen gewesen. Das wurde aber durch die Verwüstung der Bestie nur wieder wettgemacht, leider. Ich möchte noch etwas wissen. Gibt es irgendetwas über diese Gegend, was ich wissen sollte? Eigentlich nur, dass es hier nicht mehr sicher ist. Das Umland hier wird von Ungarn und Goblins heimgesucht. Es gibt kaum noch einen Ort im Tal, den sie nicht schon mal überfallen hätten. Allein Talon selbst konnte sich bislang gegen sie wehren. Ja, gestunken hat das Vieh. So, dann lebt wohl Bauer Ebergrütz. Die Plünderer. Die Ungarn sind vernichtet und die Goblins tot oder geflohen. Eine Gefahr weniger, die diese Städtchen bedroht. Die Bauern sind wieder am Hof, die Gefahr durch den Tatzenwurm ist gebannt und der Wiederaufbau des Hofes kann beginnen. Ohne die Belohnung gab Übergrütz stand zu seinem Wort und hat mich bezahlt. Ich habe es tatsächlich geschafft, der Tatzenwurm ist tot. Nehme ich mein Schwert und erlege es mit einem Nochmal danke für euch. Bravo! Ich wünschte, ich wäre so wie ihr, Parzellan. Oh, ja. Liebe Parzellan von Streitzig. Oh! Und wie die besten. Ach, und das ist der Dorfbewohner, den wir geheilt haben, gell? Nochmals. Vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt. So hilflos am Boden liegend hätten mich bestimmt diese feigen Goblins geholt. Keine Ursache, auf bald. So, dann gehen wir mal weiter. Wir finden auch sicherlich etwas, was wir mit dem Kopf anfangen können. Ach, gehen wir ruhig querfeld ein. Okay, ich sehe querfeld ein, leider keinen Weg. Hier sind auch immer noch die Schweine los.
Es gibt nur ein Problem, aber ich glaube, das ist den Bauern gerade egal. Die sind froh, dass der Tatzenwurm tot ist und denken, sie sind in Sicherheit. Tatzenwürmer können kein Feuer speien und das Gehöft sieht abgefackelt aus. Sprich, die Bestie, die wir erschlagen haben, war zwar eine Bestie, aber nicht die, die für den Brand verantwortlich war. Ich tippe halt immer noch auf einen Drachen. So, das heißt, wir gehen jetzt über die Brücke Richtung Brenzheim jetzt endlich. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Ich glaube, da ist unser wahres Problem in dieser Gegend. Oh, ein Bären. Also ja, der Prinz halt brennt, so wie es aussieht, aber ein Bären ist wichtiger. Also ist die Ursache für all dies Elend. Erinnerungen an alte Schande werden wach. Ja. Ist die Frage, ob das derselbe Drache ist? Den wir in den Blutbergen gefunden hatten. Hier sind noch irgendwo Konishis. Mein Atem geht ruhig. So, noch mehr Würselkraut. Belmar und Gulmhund auf dem Weg. Harpien, okay. Gut, so wie es aussieht, kommen wir an die Kräuter da oben gerade nicht ran. Hier steht ein Labor. Achso, wir sind am Brennzeit jetzt. Oh Herrin Per, eine Hilfe. Brand und Verwüstung. All die Schriften und das Wissen hier. Unwiederbringlich verloren. Und der heilige Baum. Der Baum, das ist eine Katastrophe. Bei Angrosch, sei froh, dass wir das Biest verwunden konnten. Sonst würde jeder hier, ob Großling oder Angroscho, nur noch als rauchender Stumpen stehen. Was für ein Monstrum. Mein Vater wird stolz auf mich sein, wenn ich ihm seinen Karfunkelstein bringe. Und wie wollt ihr das anstellen, Prinz Arum? Der Drache ist geflohen. Er könnte überall als nächstes zuschlagen. Ich habe es schon einmal gesagt. Drachen sind alle gleich. Dieser hier wird seinen Hort genau dort haben, wo schon meine Vorfahren den letzten Drachen in diesem Tal erschlagen haben. Auf dem Berg über dem Städtchen Talon. Darauf verwette ich mein Kettenhemd. Wir brauchen nur die Schlüsselscheibe, die meine Ahnen in der Obhut dieses Klosters gelassen haben, um den Zugang zum Hort aufzusperren. Du als Schreiberling, Archivar, wirst doch gewiss Kunde davon haben, oder? Prinz Arum, ich fürchte, die Scheibe ist vor langer Zeit verschollen. Vielleicht hätte ich noch etwas in den Unterlagen des Klosters finden können, was uns auf ihre Spur bringt. Aber alle unsere Schriften sind dem Feuer zum Opfer gefallen. Verflixt, so triumphiert der vermaledeite Drache am Ende doch noch. Dann, meine Herren, solltet ihr wohl dankbar sein, dass ich anwesend bin. Ich habe den Lagerplatz der Steinscheibe herausgefunden. Und auch den Grund, warum nie große Anstrengungen unternommen wurden, sie wiederzufinden. Und wer bist du, Großling? Los, rede!
Mein Name ist Gerling, großer Prinz. Ich bin Gesandter im Auftrag des Grafen Growin von Ferdok. Ich bin hier, um eine Delegation aus Murolosch zu treffen. Ich hätte nicht gedacht, dass der König seinen eigenen Sohn schickt. Es ist mir eine Ehre. Freundchen, ich komme nicht als Unterhändler, sondern als Drachenjäger. Von Verhandlungen mit dem Grafen ist mir nichts bekannt. Aber wenn du uns helfen kannst, die Bestie zu erlegen, dann immer raus damit. Menschen haben zugelassen, dass der Schlüssel zum Drachenhort verschwunden ist. Also ist es nur rechtens, wenn ihn Menschen auch wiederholen. An eurer Logik ist nichts auszusetzen, mein Prinz. Und so wie es aussieht, haben wir hier auch den idealen Kandidaten, um euch bei der Suche nach der Scheibe zu helfen.